Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich im Gespräch mit Eva Markus. Eva ist Psychologin, Heilpraktikerin und wir haben uns kennengelernt bei Ruth Huber, wo wir gemeinsam regelmäßig meditieren und in der Lehre sind. Und ja, Eva, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du heute die Zeit gefunden hast, mit mir ein bisschen zu reden. Vielen lieben Dank, Marion. Ich bin total glücklich darüber, dass wir uns begegnet sind bei der Ruth Huber und dass wir jetzt uns ein bisschen austauschen können. Genau, und wir haben ja überlegt, dass wir heute ein bisschen drüber sprechen, was wir so gerade wahrnehmen bei Klienten in der Praxis, aber bei Menschen allgemein, denen wir begegnen, auch bei uns selbst, was gerade so die aktuellen Herausforderungen sind. Und ich glaube, dir geht das ähnlich. Wir stellen gerade fest, dass auch eigene Themen, die man eigentlich gedacht hat, dass die schon gelöst sind, dass man die schon irgendwie bearbeitet hat, jetzt wieder auf eine andere Art und Weise irgendwie nochmal aufploppen, gesehen werden wollen. Und man merkt, dass man wie auf einer spiralartigen Schicht sozusagen wie eine Ebene höher ist, aber dass da noch was ist. Und da ist ja die Frage, wie geht man jetzt damit um? Ne? Viele machen sich ja danach fertig, oh, das müsste ich doch schon längst bearbeitet haben, ne? Das sollte doch jetzt endlich mal hinter mir liegen. Aber es ist halt jetzt noch mal da. Ich weiß nicht, du erlebst das, glaube ich, auch. Wie gehst du damit um, auch in deiner Praxis mit Klienten? Ja, in allererster Linie damit, dass ich das selber auch genauso wahrnehme und nachvollziehen kann. Weil ich, wenn ich so zurückblicke auf die letzten 2,5 Jahre, ich sage jetzt mal grob die Corona-Zeit, wir ganz andere Herausforderungen im Außen noch bekommen haben, die sich zu denen, die wir aus der eigenen Entwicklung heraus sonst jetzt machen würden, einfach noch dazu gesellen. Viele alte Probleme, die wir hatten, sind zum Teil noch nicht gelöst und durch diese unglaublichen Herausforderungen auf kognitiver Ebene auch, wo wir ständig herausgefordert sind, uns neu zu positionieren auf eine Art, die wir gar nicht gelernt haben. Das schafft einfach noch mal ein ganz anderes Terrain für Entwicklung und so haben wir maximale Herausforderungen und wenn ich jetzt auf dieses Jahr gucke, fand ich das Jahr unheimlich turbulent. Weil viele von uns insbesondere darum ging, sich entweder mit etwas für etwas zu committen, mit etwas zu gehen oder ganz klar zu sagen, nein, damit bin ich nicht einverstanden. Also klar Position zu beziehen. So hatte ich die Energie in den letzten 2 Jahren stark erlebt, dass es um so eine schon eine Polarität ging, bin ich dafür oder bin ich dagegen? Wofür bin ich? Wogegen bin ich? Wo ist mein Mittelweg? Wie kann ich die Eisberge umschiffen, dass es für mich stimmig ist? Gibt es überhaupt einen? Da sind viele dran gescheitert und auch zerbrochen innerlich und andere sind gewachsen. Und da sind wir jetzt durch. Und jetzt gibt es für mich gefühlt seit Ostern ganz neue Herausforderungen zu sagen, okay, und wie geht es denn jetzt weiter? Wir haben in gewisser Weise die Paralleluniversen sind spürbar, die parallelen Zeitlinien. Und jetzt da meinen Weg zu finden, der jetzt stimmig ist. Und ich schleppe ja die alten Themen zum Teil noch mit. Ich habe zwar einen viel besseren Zugang und den sehe ich auch bei meinen Klienten, wie unglaublich die sich weiterentwickelt haben in dieser Zeit und wie viel besser angebunden sie sind an ihr, wie will ich leben, wie will ich sein, was will ich einbringen. Und trotzdem ist da noch ein Mordsrucksack zum Teil, der uns immer wieder alte Themen auf die Füße wirft. Und da erlebe ich tatsächlich jetzt im Moment, also stark seit August und richtig extrem in den letzten 2 Wochen, dass der Druck, den wir gerade von außen haben, so stark ist, dass es wirklich nochmal darum geht, in den eigenen alten Themen zu gucken, ganz oft auch emotionale Art, wo muss ich jetzt wieder Position beziehen, wo gilt es jetzt in eine neue Art der Klarheit und Kompromisslosigkeit zu kommen, die nur meinem Wachstum dienen kann. Ich hatte das Gefühl, die Herausforderungen waren mehr so im Großen und im Außen die letzte Zeit und jetzt geht es eher darum, was ist denn jetzt bei mir ganz persönlich wirklich dran, was ich in dieser Zeitschiene einbringen kann und will. Manchmal muss ich dafür jetzt die Comfortzone verlassen und mich wirklich den Dingen stellen, wieder auf einem anderen Level, um weiter wachsen zu können.
Sonst habe ich das Gefühl, gehe ich unter. Und so erlebe ich das gerade oft in der Praxis, auch bei vielen Klienten. Symptomatisch macht sich das bemerkbar, gerade bei vielen Panikattacken, vielen Depressionen, weil sie merken, ich habe gerade eben, als wir vorher gesprochen haben, dieses Bild bemüht, wenn ich einen Fluss durchqueren will, muss ich ein Ufer verlassen. Und die Angst davor, diese Comfortzone des alten Ufers zu verlassen, wenn ich doch gar nicht weiß, was erwartet mich auf der anderen Seite. Und dann immer wieder mich anzubinden, mich zu erinnern an meine Anbindung, an die vertikale Ausrichtung, dass ich das überhaupt kann. Das zu üben und dann zu sagen, okay, und alles, was da im Außen ist, bewerte ich nach, wie relevant ist das? Ist das, schadet mir das? Kann ich das nutzen? Wie kann ich es nutzen, um mich weiterzuentwickeln? Das anzuschauen, das ist gerade dran. Also eigentlich fast, hast du ja eben auch schon diesen Begriff benutzt, wie so ein Geburtsprozess. Also das Alte ist jetzt irgendwie abgeschlossen oder wir sind noch im Zusammenbruch des Alten. Und das ist halt diese kritische Phase. Das Neue ist noch nicht wirklich da, aber irgendwie merkt man, der Druck im Außen, aber auch im Inneren, der pusht einen so dazu, jetzt sein neues Selbst wieder sozusagen zu entdecken, eigentlich sein wahres Selbst. Ne? Die ganzen Programmierungen, Konditionierungen, mit denen wir ja vielleicht teilweise die letzten Jahrzehnte ganz gut uns eingerichtet haben und funktioniert haben, wo wir aber jetzt merken, das geht nicht mehr. Ne, und das fühlt sich auch, das reibt auch innerlich, ne, dieses, ich will zwar gefallen und dazugehören, aber ich will ja auch ich sein. Und ich will ich sein, so wie ich bin und so wie ich das eigentlich in meinem Innersten fühle. Ne? Und da dieses sich trauen, diese vielleicht auch Maskerade jetzt mal einfach sehr spitz ausgedrückt fallen zu lassen und nach mehr und mehr, ne, zu sich zu stehen, das, was wir alle in den letzten 2 Jahren mehr oder weniger gelernt haben, ne, uns irgendwohin zu positionieren. Und auch viele merken jetzt, oh, ich war nur mitgelaufen, weil ich noch nicht den Mut hatte, mich zu positionieren. Aber auch die schlagen ja jetzt wieder hart auf. Und es kommt irgendwie niemand rum, ne, für sich selber in sich. Ja, auch zu sich wieder zu finden, ne, und sich da auch den Rücken zu stärken. Und ich glaube, das haben wir ja auch beide so ein bisschen bei uns selbst gemerkt, dass dieses zu sich selber stehen und ein klares vielleicht auch mal Nein nach außen hin zu positionieren unumgänglich wird. Also, dass das einfach gar nicht mehr möglich ist, ne, sich da ja den anderen zuliebe immer noch mehr irgendwie in eine Richtung zu pressen, dass man ganz klar in sich da diese Spannung so stark merkt, dass es da gar nichts anderes mehr gibt als diesen, also ich weiß nicht, ich fühle das so wie so ein Rückenhalt in mir, wie so ein, ne, so ein Strom von oben, der mich so auch innerlich wirklich aufrichtet. Und ich merke, ne, dieses Nein kommt so hart raus, wie ich das mich vorher nie getraut hätte. Und gleichzeitig ist da aber auch so eine Art, ich öffne mich auch anderen gegenüber, jetzt nicht nur im Jens und meinem nächsten Kreis, sondern ich bin einfach ich. Und das ist auch so wie so ein Öffnen von so einem, wie so eine Knospe, ne, die sich so auch öffnet und auch in ihrem innersten Kern, auch in ihrer Verletzlichkeit immer mehr preisgibt. Und dann aber auch gleichzeitig habe ich auch gar keine andere Möglichkeit, auch wirklich stark für mich einzutreten, weil sonst würde dieses Öffnen nach außen viel zu gefährlich sein. Und das, was ich, ne, die letzten Jahre immer versucht habe, so ein bisschen zu schützen, also diese Knospe vielleicht, die blüht immer mehr so auf und gibt mir aber auch gleichzeitig diese Ausrichtung. Und das finde ich so spannend. Und da stehen jetzt viele so ein bisschen dazwischen, habe ich den Eindruck. Wissen, wie es dir damit geht. Das ist ein wunderschönes Bild. Und jetzt, auch wenn es vielleicht noch eine Knospe ist, ist sie trotzdem kraftvoll und stark genug, weil wir wirklich dank dieses Prozesses der letzten Jahre in eine Kraft gekommen bin. Und ich sage jetzt auch ausdrücklich dank Ruth, zumindest ist es bei mir so, ich gelernt habe, in diese vertikale Anbindung nicht nur zu stärken oder zu finden, sondern auch so darin so zu Hause zu sein. Und dadurch ist vielleicht auch jetzt zum ersten Mal die Kraft da, nicht nur zu sagen, damit bin ich nicht einverstanden, sondern auch zu sagen, okay, und auch wenn es noch klein ist, aber es ist kraftvoll, es trägt das Potenzial für die ganze Entwicklung mit sich. Ich muss gerade an ein Video denken, das du, ich glaube, im Sommer letzten Jahres gemacht hast,
mit der Pusteblume und den einzelnen Teilchen dieser Pusteblume, wo du so dastandst im Wald und gesagt hast, dieser eine Pusteblumerich trägt ja schon das ganze Potenzial in sich. Und genau so. Und dann zu sagen, ja, bis jetzt sind mir die Themen immer wieder auf die Füße gefallen und es war noch nicht der richtige Zeitpunkt zu sagen, ich gehe jetzt aber ganz in die Kraft. Und vielleicht ist das jetzt wirklich der Moment, dieser Geburtsprozess, wo wir dieses Potenzial wirklich auf die Straße bringen können. Weil wie du sagst, es kommt halt immer wieder. Es zeigt sich immer wieder und irgendwann kann ich sagen, okay, jetzt reicht's, ja? Also jetzt und dann die Komfortzone verlassen und zu sagen, ich probiere jetzt mal was aus. Ich zum Beispiel bin ja manchmal ein bisschen naiv und handle dann ohne zu denken groß. Ich mache einfach und dann falle ich halt auch mal auf den Bauch. Okay, dann ist es so. Ja, dann habe ich was probiert und dann muss ich vielleicht noch mal anders probieren. Ich habe nicht mehr den Anspruch, den optimalen Weg zu finden. Weiß nicht, wie dir das geht, aber ich forsche dann auch, ja. Und ich würde dieses naiv, hat ja so einen negativen Beigeschmack, ich würde das wirklich so bezeichnen, dieses Gutherzige. Ne? Man kommt einfach aus diesem, ich sage jetzt einfach mal, diesen spirituellen Welten, da gibt es nicht dieses Böse, diese Lügen und Betrügen. Und das finde ich an viele von uns, ne, diese, was wir jetzt als Naivität vielleicht bezeichnen, Ruth vielleicht als gestrandeter Engel, die einfach nur dieses, ja, dieses Wohlwollende halt in sich tragen und jetzt vielleicht auch öfter mal hier auf dieser Erde, auf dieser Erfahrungsebene einfach lernen müssen, oh, okay, hier ist nicht alles nur Wohlwollend, ne? Hier ist nicht der Himmel, hier ist nicht die Spiritualität zu Hause. Und ich glaube, das ist für ganz viele Leuchttürme oder Starseeds oder gestrandete Engel, wie man mal das bezeichnen will, halt eine neue Erfahrung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe es halt so, dass viele von uns, die jetzt, sage ich mal, vielleicht schon auf dem Bewusstseinsweg ganz bewusst unterwegs sind, dass die praktisch das Leid auf der Erde oder diesen Teufelskreis auf der Erde auch mal von außen gesehen haben, gemerkt haben, oh, die Erdlinge, die sind so programmiert, die sind so konditioniert, die schaffen das ja gar nicht mehr, diese Anbindung in sich zu finden, obwohl sie das Potenzial ja in sich haben. Aber das macht gar nichts. Jetzt gehen wir selber rein und helfen denen dann wieder, ihr Potenzial entfalten zu können. Und dazu mussten wir aber auch vergessen, wer wir wirklich sind an der Eintrittspforte. So waren halt die Spielregeln hier. Ja, wir sind vielleicht nicht ganz so dicht programmiert oder konditioniert wie einige andere und haben dadurch die Anbindung jetzt schon wieder mehr und aktiver. Aber auch wir merken jetzt ja, wie schwierig das hier ist, sich von hier, von so einem, ich sag jetzt mal, gekaperten Spiel, sich wieder bewusst zu erinnern, wo wir eigentlich herkommen, wo ja hier wie so eine Kuppel drum gelegen hat, die uns auch wirklich durch, ich nenne es jetzt mal astrale Einflüsse dazu gebracht hat, dass wir in einem Denken groß geworden sind, den anderen als Konkurrenten und als Gefahr zu sehen oder auch zu denken, oh, wir selber sind verkehrt. Ne, weil du eben gesagt hast, viele haben Panikattacken und Depressionen. Ich meine, Depression ist für mich eigentlich die Komplettunterdrückung meiner selbst. Ja? Also ich werte mich so ab und ich mache mich so klein, sodass ich überhaupt gar keine Vitalität und Lebensfreude mir mehr zugestehen kann und dieses Abwerten, ne? Entweder andere oder mich selber, das ist ja nichts natürlich Menschliches, was uns eigentlich enthalten ist, sondern was uns einprogrammiert wurde, was in die tiefsten Zellen unserer DNA noch hineinreichten und unsere Glaubensmuster. Und das ist für mich eine ganz, ganz große Lüge, die wir jetzt immer mehr entdecken dürfen durch diese Zeitqualität, wo dieses Bewusstsein hineinscheint und wo wir uns dann da, ah, da bin ich aber noch nicht richtig und hier bin ich nicht perfekt und hier will ich noch anders sein und hier ist mein Verhalten nicht ideal. Ja, das spiegelt ja nur die Konditionierungen wider, die wir mitbekommen haben als Mensch. Also damit ist, wir sind nicht verkehrt und auch an deiner Naivität ist für mich nichts verkehrt, geht mir ja genauso, sondern das ist für mich eigentlich ein Ausdruck von etwas Natürlichem, was du in eine unnatürliche Umgebung mitgebracht hast und wo sich hier halt jetzt einfach mal merkt, okay, hier kann ich mich ja nicht die Knospe einfach zeigen, ne? Hier muss sie kraftvoll sein und trotzdem ihren Raum auch einnehmen können und auch abgrenzen können, obwohl das ja im Spirituellen überhaupt nicht nötig wäre. Ja, da liebe ich die Rose.
Ich liebe die Rose, die hat auch ihre Stacheln oder eben den Zaun um den Blumengarten. Und genau wie du sagst und auch vorhin gesagt hast im Vorgespräch, jetzt ist auch wieder Zeit für wir. Das ist für mich auch nochmal ein Unterschied in der Zeitqualität jetzt zu den letzten 2 Jahren. Da haben, also ich zumindest, habe das sehr geübt und auch mit meinen Klienten, dass sie für sich sorgen können, dass sie für sich gut dastehen, auf allen unteren Chakren auch, also auch in den ganzen Emotionen, immer mehr weg von dem Bild, ich brauche einen anderen Menschen hier in der Inkarnation in 3D, damit ich rund bin, damit ich durchs Leben rollen kann. Nein, brauche ich nicht. Ich gucke, dass ich mir alles geben kann, dass ich rund bin. In meinem Osterei sozusagen. Und was ich dann von anderen bekomme, sind einfach Geschenke, aber ich brauche sie nicht. Und ich habe gemerkt, da ist viel so Einzelkämpfertum entstanden, was ja auch im geistigen Sinne absolut okay ist. Es muss ja kein Kampf sein, aber einfach eine Vollständigkeit. Das darf sanft sein und fließen, ganz vollständig. Und trotzdem habe ich jetzt das Gefühl, dass es darum geht, indem wir so authentisch zu sein, dass auch das Wir, wenn wir in einer Gruppe sind oder in einer Gruppe arbeiten, ich liebe es zum Beispiel gerade mit Gruppen zu arbeiten und nicht nur im 1:1, weil das wieder das Potenzial bietet, um auch da authentisch zu sein und zu gucken, was ist stimmig, was ist nicht stimmig, inwieweit kann ich meine Ethik leben, mir meinen Raum nehmen, ohne den von jemand anderen einzudrücken. In der Meditation ist es, finde ich, relativ leicht, aber im Miteinander, wenn es knirscht und knackt, dann zu sein. Weiß nicht, ob der Anspruch zu hoch ist, aber ich habe so das Gefühl, das ist jetzt auch dran, dass die Leute lernen, ich auch, sich wirklich stimmig zu verhalten in einem sozialen Kontext, der sanft ist. Jetzt mal vom dritten Chakra gesprochen, der sanft ist, der sich nicht wütend abgrenzen muss, der sich nicht klein machen muss, oh, bin ich jetzt jemandem auf die Füße getreten und habt mich alle lieb. Auf allen Chakren, aber auch als ganzes Wesen. Also ich finde das total spannend, weil für mich ist das jetzt gerade auch neu, dass wir so viele soziale Kontakte haben, ach über Zoom halt nur, digital vor allem, aber weil da so leicht gleich oder ähnlich ausgerichtete Menschen erreichbar sind, ne? Dank Ruth, ne? Der Gruppe. Da sind ja einfach viele Menschen, mit denen man sich dann untereinander vernetzt und auch mit den Klienten von unseren Kursen, wo dann einfach sowas entsteht und wo ich auch schon oft sage, das ist schon das neue Wir, das am Entstehen ist. Eigentlich sind ja Jens und ich komplette Einzelkämpfer sozusagen. Und ich denke, viele, ne, die sich so fremd und nicht dazugehörig gefühlt haben, die sind, kommen sich oft sehr alleine vor, was hier nicht einsam sein muss, aber alleine. Und was du jetzt beschreibst, ist für mich auch das Symbol dieser Spaltung der Welt. Die einen sind im, ich nenne es jetzt mal böse, im Schwarmbewusstsein gemeinsam. Da gibt es keine starken individuellen Wesen, sondern da gibt es ein Wir, aber ohne bewusst zu sein, was ich eigentlich will. Das sind für mich Mitläufer, ne? Die tun, was in der Gruppe halt einfach angedacht ist und die gehen da mit, für mich wie ein Ameisenhaufen. Und ich will das gar nicht abwerten. Das ist einfach eine Bewusstseinsentwicklung. Und das neue Wir, dazu muss man erstmal eine Individualität entwickeln, ein Ich. Und das war dieses vielleicht dieses Einzelkämpfer-Dasein, ne? Wo man sich vielleicht auch wirklich mal eine Zeit lang einsam gefühlt hat und nirgendwo dazugehörig. Und wenn ich gelernt habe, ich zu sein, und wie du sagst, in diesem neuen Wir, dass die Grenzen auch wieder weich werden, ich denke, warum kann ich mich jetzt auch so öffnen und meine Oberfläche so fallen lassen, ne? Weil ich einfach merke, ja, da sind Wesen, Menschen, verkörperte Wesen als Menschen, die eine ähnliche Ethik haben wie ich, ne? Die mir nichts mehr Böses wollen, wo es nicht mehr darum geht, wer ist besser, wer ist schlechter oder Konkurrenz, sondern wo es wirklich geht, ey, wo ist dein Potenzial, wo ist mein Potenzial und wo können wir das zusammen gemeinsam potenzieren, ne? Und ich denke, das ist aber noch ganz frisch, aber ich gehe doch voll mit, das wird das Neue sein. Aber dazu brauche ich erstmal, ne, dieses vom Schwarmbewusstsein in ein Individualitätsbewusstsein zu dann, ne, in einem Wir mit einem Ich. Also, weiß nicht, ob ich das jetzt auch so klar ausdrücke, aber da bin ich voll, gehe ich voll mit dir. Und zwar, und dann sind wir wirklich beim Astralen, ein Wir ohne diese Klebrigkeit. Absolut. Weil das entsteht dann ja schnell. Und da achtsam zu sein, und deshalb liebe ich es, in Gruppen zu arbeiten, die auch
schon länger meditieren, gerne auch nach dem Modell von der Ruth, weil dann zumindest eine Sensibilität dafür ist. Und wenn wir dann merken, da entsteht jetzt eine Klebrigkeit in irgendeiner Form oder ein Egoanspruch oder ein Machtanspruch und wir können das direkt ansprechen, dann ist zumindest mal ein Grundverständnis da und dann kann sich es irgendwie entwickeln. Weil wo Menschen sind, wird gemenschelt. Absolut. Und du hast ja überall die Normalverteilung in jeder Gruppe. Man sagt mindestens, also meiner Wahrnehmung nach, sobald du mehr als 10 Leute hast, hast du schon immer wieder alles dabei, in jeder Hinsicht, in Bezug auf jedes Merkmal. Und dann zu gucken, wie kann ich damit jetzt anders umgehen. Vielleicht ist der Anspruch auch zu hoch, das weiß ich nicht. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass sich da was verändert. Ich bin da noch am Experimentieren. Und ich habe das Gefühl, dass es heilsam ist, dieses neue Wir in so einer ganz wahrhaftigen Ausrichtung zu üben. Geht es überhaupt? Das ist ja auch wieder ein Experiment. Geht das überhaupt? Kann ich gleichzeitig angebunden sein und hier und in der Gruppe arbeiten zum Beispiel? Und das finde ich sehr spannend. Und ich finde es aber auch wirklich notwendig, wenn ich mir angucke, was hier gerade an astralen Einflüssen unterwegs ist, was für mich sehr, sehr deutlich spürbar ist. Und das ist auch eine massive Herausforderung im Moment, nicht nur physikalisch mit 5G zum Beispiel oder Umweltverschmutzung, Stichwort Chemtrails oder auch ja, Medienverschmutzung nenne ich es mal, was uns permanent über die Medien kolportiert wird, über die öffentlich-rechtlichen, wo sofort wieder Panik kommt, die Nebennieren wieder platt sind, weil sie die ganzen Stresshormone ausschütten müssen, die Leute nicht mehr schlafen. Es gibt so vieles, wo es das auch braucht, ohne dass es in dieses alte, völlig polare, ich lehne das alles ab geht, weil es geht ja darum zu adaptieren. Und dann die Techniken auch zu kennen und zu üben. Die Ruth hat mal uns ja beigebracht, dieses, guck, was du draußen lassen kannst. Wenn du es nicht draußen lassen kannst, werd zum Teesieb, lass es durch. Wenn es deine KI betrifft und du kannst sie nicht davor schützen, dann nimmst du sie halt an die kurze Leine. Die Körperintelligenz kennt jetzt vielleicht nicht jeder den Begriff, Genau, genau, die dass die Weisheit Körperintelligenz, des ich meine Verstandenen. nicht die künstliche Intelligenz, Ja, sondern genau. meine eigene Körperintelligenz. Also meinen Körper quasi zu mir rannehme oder mein inneres Kind, wenn das Angst bekommt, oder den inneren Teenager, der sagt, ich habe keine Lust auf den ganzen Mist, ja, rutscht mir doch alle den Buckel runter. Weil ich glaube, es ist gerade wirklich viel, viel Unruhe auf astraler Ebene. Du hast gesagt, du hast das Gefühl, dass so ein bestimmter Schutz weg ist. Und genauso nehme ich es auch wahr, was auch immer dieser Schutz war. Oder ob es nur wie bei einem Küken, das schlüpft, oder bei einem Schmetterling, der aus dem Kokon rausgeht, einfach ein ganz natürlicher Prozess ist. Klar, das ist auch irgendwo ein Schutz, aber es ist unausweichlich, dass diese Hülle irgendwann platzt, aufreißt und ich dann mit der Umwelt wieder voll konfrontiert werde. Der Jens hat gestern gesagt, nimm es einfach nicht persönlich. Und ich so, oh nein, ich fühle mich jetzt gerade so und so. Und er so, ach, nimm es doch einfach nicht persönlich, weil was du sagst, vielleicht mit dieser astralen Unruhe auch im Raum, da ist vieles, was jetzt an uns kommt, was vielleicht aber gar nicht nur wir sind, weil viele suchen ja dann immer die Themen nochmal bei sich, ne? Und ich glaube, dass ich einfach jetzt viel auch im Feld merke und ich nehme das an. Und wenn es eine tiefe Traurigkeit ist, dann ist es eine tiefe Traurigkeit. Wenn es eine hohe Erschöpfung ist, ist es eine hohe Erschöpfung. Und dieses, ich funktioniere einfach nicht mehr so wie vorher. Und damit nicht in Widerstand zu gehen, sondern zu sagen, ja, es ist jetzt, wie es ist. Und ich darf auch als Mensch verletzlich, nee, als Mensch bin ich verletzlich. Ich darf nicht nur als Mensch verletzlich sein, ich bin verletzlich. Und das ist, glaube ich, neu, dass ich mir diese Verletzlichkeit einfach zugestehe und danach zugestehe, egal was ist, ich gehe nicht mehr in Widerstand. Aber ich analysiere es auch nicht mehr so kognitiv. Ich denke, oh, woher kommt das jetzt? Ne? Oh, ist das vielleicht, weil ich gestern zu spät gegessen habe oder weil, ne? Weil ganz oft ist es einfach, weil es ist. Und ich meine, wir sind ja im Kollektiv alle miteinander verbunden. Es gibt nichts, was voneinander getrennt ist. Und wenn da das
Das Alte ist im Zusammenbruch und damit ist auch alles das im Zusammenbruch, was uns bisher Stabilität und Halt gegeben hat und auch unsere Realität ausgemacht hat. Und das Neue sehen wir aber noch nicht genau. Das können vielleicht einige von uns schon ein bisschen erahnen, in welche Richtung es geht, wie du jetzt sagst, ne? Dieses neue Wir, was auch wieder heilsam ist, aber das ist hier noch nicht wirklich greifbar und viele sind hier noch in ihren alten Strukturen drin. Und ich glaube, das merken jetzt ganz viele von uns. Und auch gerade, ne, die Menschen, die sich für so einen Weg interessieren, sind ja oft diese Feinfühligen, die im Zwo-Chakra sich gerne vermischen, ne, mit ihrem Wasser und sehr, sehr viel aufnehmen. Das ist ja auch ihr großes Geschenk, dass sie so empathisch sind. Aber damit ihnen das nicht zum Verhängnis wird, ist einerseits, ne, dieses Raum einnehmen. Ich bin halt gesegnet mit einem starken dritten Chakra. Ich muss mir das mit groß erobern. Für mich ist jetzt eher diese Weichheit, diese Sanftheit, diese Verletzlichkeit, die ist wirklich neu für mich, weil die habe ich bisher nur in meinem intimen Bereich, wo ich mich wohl und sicher gefühlt habe, zugelassen. Und die ist jetzt irgendwie wie immer da. Aber da kann ich nichts, also da habe ich nicht gemacht. Das ist wahrscheinlich, wie du sagst, dieses Rausschlüpfen vom Küken oder die Raupe, die aus ihrer Entpuppung sich entwickelt, genau. Ich habe da gerade reingespürt, während du das gesagt hast. Und bei mir ist das Bild entstanden, dass es dieses, ich lasse alles draußen vielleicht nicht mehr braucht, aber ich kann ja trotzdem meinen Schutz ganz an mich rannehmen. Also ich kann entscheiden, wann lasse ich was draußen. Und wenn ich merke, das geht jetzt nicht mehr, weil in mir zu viel selber nach draußen will, kann ich ja trotzdem den Schutz an mich rannehmen. Also ich muss ja nicht nackig dastehen. Ich muss es nur nicht alles so weit mehr von mir halten. Wenn ich jetzt mit einem Bild gehe, dann ist für mich wirklich, als käme von oben nach unten wie so ein Tetris-Stab. Also Jens sagt oft gern so der lange von Tetris. Ich weiß nicht, wer Tetris kennt, diese, da sind doch diese gebilden geometrischen Figuren, die muss man aufeinander stapeln und dann muss man die immer wegmachen, dass die sich so schön wie eine Mauer zusammenfügen und dann baut man so, bis dann nur noch so eine Linie ist und dann kommt der lange von Tetris. Und so fühle ich, dass diese Anbindung von, ja, nach oben ist ja falsch, ne, aber diese Uranbindung an dieses Urquellbewusstsein, dass die immer mehr zugänglich ist und mich so von innen heraus ausstrahlt, da brauche ich auch keine Grenzen und keinen Schutz, sondern das ist schon mein, wenn man es nennen, wenn man mit Schutz mit diesem Wort gehen will, ne? Praktisch mein Ich, mein Klang ist so stark, dass das, was in mir ist, in Resonanz damit gehen muss, da kann sich gar nicht weigern. Und gleichzeitig brauche ich aber auch nichts mehr von mir abzuhalten, weil diese innere Stärke ist für da, dass egal was kommt, ne? Egal, auch wenn es einfach eine kollektive, starke Wut wäre oder Empörung wäre oder eine Traurigkeit, das darf sein. Und ich muss hier nichts damit machen. Ich lasse das ja einfach nur durch mich durchfließen. Das ist ja eine Woge an Energie, die mich dadurch erreicht. Und ich transformiere die sozusagen, indem ich sie durch mein Sein einfach durchfließen lasse. Und für mich ist keine Schutzhülle mehr da. Also die ist wirklich nicht mehr nötig, glaube ich. Aber dazu braucht es halt diese Kraft, die dann gleichzeitig nach außen strahlt. Also, ne, das wird halt vielleicht schwächer irgendwo, aber da ist keine Grenze mehr. Und dadurch verbinden wir uns jetzt auch miteinander, weil du bist ja genauso ein Leuchtstrahl und der da hinten ach und der da hinten ach. Und diese Strahlen, weil die Schutzhülle wie weg ist, die können sich jetzt verbinden und verstärken und potenzieren. Also ich nehme das auch wahr, aber wenn ich ganz klar das Gefühl habe, von außen kommt was rein, gezielt gesteuert, Stichwort künstliche Intelligenz oder Programmierungen, egal ob jetzt kulturell oder was auch immer, manchmal tatsächlich über die Themen auch, wo ich am angreifbarsten bin. Das ist ja bei jedem unterschiedlich. Bei manchen ist es die Gesundheit, bei manchen die materielle Existenz, bei anderen die Kinder. Wenn ich wirklich das Gefühl habe, da gibt es einen Angriff, da brauche ich schon für mich das. Dann brauche ich quasi die Hülle, die ich sofort, zack, etablieren kann. Wie so ein Gummiball, der nach außen raus, ne? Raus aus meinem definitiv Stopp, das ist so ein ab Stopp. sofort, Ja. genau, stopp, Also das brauche ich schon noch und es ist ein sehr, sehr gutes Gefühl, das mittlerweile zu haben und mir zu erlauben und auch kraftvoll absolut. leben zu können.
Absolut. Und hier, ich glaube, das ist ja, was Ruth immer sagt, wenn jemand kommt, der das nicht hatte, der muss zuerst das lernen. Definitiv finde ich auch extrem wichtig. Und auch einfach dann, das finde ich, ja, kann man mit seiner Strahlkraft, ja super, nach außen, ne, raus und auch meine Spielregeln setzen. Hier auf der Erde haben wir ein Recht, unsere Spielregeln zu setzen. Ne? Das ist ja auch immer dieses, ah, man muss doch bedingungslos jeden willkommen heißen. Nee, Bedingungslosigkeit ist eine spirituelle Qualität. Ist schön, wenn wir die in dem neuen Wir leben können. Aber hier dürfen wir unsere Spielregeln setzen. Ich darf in der Partnerschaft sagen, du, das und das und das stelle ich als Bedingung für eine Partnerschaft. Und ich bin verantwortlich, mir den passenden Spielpartner auszusuchen und nicht ständig jemanden zu haben, der meine Regeln missachtet und dann immer wieder, ja, frustriert bin oder vielleicht auch in so eine Opferhaltung gerate, ne? Aber hey, hier sind wir Individuen, die sich einigen müssen auf gewisse Prinzipien. Und wenn wir das auf einer ethischen Basis machen können, ne, auf gleicher Augenhöhe und einfach vielleicht sagen, oh ja, wir passen gut zusammen und mir vielleicht gerade weniger für dieses Spiel, das ist doch vollkommen in Ordnung, da ist ja auch nichts Schlimmes dran. Aber genau das ist einer dieser Lernprozesse, die jetzt, wo vielleicht jetzt erst der Boden bereitet ist, dann wirklich zu sagen, ja, das habe ich jetzt zwar gehört, aber ich bin doch beleidigt oder gekränkt oder verletzt, zu sagen, nee, das lasse ich durch mich durch und das wird jetzt geübt, weil dann kommen wir in diesem Wir wirklich auf ein neues Level. Das war jetzt eigentlich schon so ein richtig schönes Abschlusswort, dieses neue Wir. Das war ja auch gar nicht das, was wir ursprünglich drüber reden wollten, aber vielleicht machen wir noch ein nächstes Video über das Thema, was wir eigentlich machen wollten. Aber ich fand, das hat jetzt so richtig schön geflossen. Vielen Dank an dich. Wer gerne mehr über dich erfahren möchte, dem verlinken wir natürlich auch die Adresse deiner Homepage. Du bietest natürlich auch Kurse an, Einzelsitzungen, aber auch Online-Chakrenkurse, so wie wir auch. Wir machen eigentlich ziemlich sehr ähnlich, sage ich. Ich war jetzt auch durch Ruth Huber geprägt. Und ja, vielen Dank für dieses erste Gespräch. Da gehört ja auch einfach Mut dazu, sich so ein bisschen hier zu zeigen und schauen wir einfach mal, was draus wird. Und vielleicht treffen wir uns wieder. Vielen Dank, Marion. Es war eine spannende Erfahrung. Dann, ja, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Jawohl, bis dann. Tschüss.